Esoterik ist ein totales Hilfs- und Heilmittel. Es gibt einfach noch mehr, als wir sehen und hören. Es ist nicht alles, was mit Esoterik zu tun hat, gleich gefährlich. Es ist einfach schade, dass das als Unsinn abgetan wird. Sind wir auf der Suche nach dem Seelenheil? Alle sind auf der Suche nach dem Seelenheil. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo bis gerade 10 ist die größte Angst. Es soll schon natürlich seriös gehandhabt werden. Ich glaube an alternative Heilmethoden halt, aber dass man es nur mit dem schafft, glaube ich nicht. Die Esoterik ist so ein bisschen der Porsche für die Seele, die Gucci-Tasche für die Spiritualität im Inneren. Und das passt für mich einfach nicht zusammen. Machen Sie mit mir eine Reise durch das spirituelle Österreich und treffen Sie Menschen und Medien, die mit Engeln, Toten und Tieren sprechen können. Sie werden sich wundern, was es für Wunder gibt. Österreich hat in den letzten Jahren einen regelrechter Esoterik-Boom ereilt. Laut einer Umfrage glauben 72% an Karma, an Gottes Allmacht, aber nur 39% der Befragten. Hinterm Mond treffe ich Florian Aigner. Er ist Physiker und Wissenschaftsredakteur der TU Wien. Dann beschäftigt er sich gerne mit Esoterik, Aberglauben und sein Motto lautet: Was man nicht erklären kann, das hat man nicht verstanden. Lieber Florian, es gibt kein anderes Symbol, das so oft in der Esoterik vorkommt wie dieser schöne Mond. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Wir sehen da ein riesengroßes Licht am Nachthimmel. Das gehorcht noch dazu irgendwelchen Regeln. Alle 28 Tage ist es mal heller, mal dunkler. Dass das die Fantasie der Menschen immer schon angeregt hat, ist eigentlich selbstverständlich. Der Körper besteht ja aus sehr viel Wasser. Vielleicht hat doch der Mond auch mit oder so. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Es geht ja da überhaupt nicht um das Wasser. Der Grund, dass das Meer sich hebt und senkt durch den Mond, hat ja nichts damit zu tun, dass das Meer aus Wasser besteht, sondern das ist einfach eine ganz simple physikalische Reaktion, da geht es um Masse. Und das Meer ist etwas sehr Großes, da wird viel Masse bewegt. Und der Mond ist auch etwas Großes. Aber ich kann das ganz leicht ausprobieren. Wenn ich meine Badewanne fülle, gibt es dort nicht Ebbe und Flut. Nein, der Mond hat überhaupt keinen Einfluss. Na geh. Der Begriff Esoterik stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet eigentlich dem Inneren zugehörig. Ein Geheimwissen, nur für Eingeweihte zugänglich. Heutzutage ist dieses Wissen gar nicht mehr so geheim. Neben Esoterik-Shops bieten immer mehr Geschäfte eine unüberschaubare Palette an Büchern, Klangschalen, Edelsteinen, Engelsessenzen und Aurasprays an. Was verkauft sich denn hier so am besten eigentlich? Ganze Jahr durch geht diese Holy Water. Mhm. Weil das hilft den Menschen wirklich. Das ist sehr, sehr gute Energie. Und das kaufen Leute immer. Wer kommt ins Geschäft? Alle Leute, die einfach lieb und nett sind oder suchen nach Hilfe. Mhm. Und das sind wirklich alle. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt mehr Leute kommen in letzter Zeit? Es kommen und nicht weniger. Mhm. Weil ich glaube, die spüren, dass wir es einfach nicht nur wegen Geld machen. Die spüren einfach, dass wir es irgendwie echt meinen. Mhm. Tja. Und alles, was ich hier nicht finden kann, kaufe ich einfach in den endlosen Weiten des esoterischen Online-Shopping-Universums. Angst vor Bewusstseinskontrolle? Holen Sie sich jetzt die Schutzkappe für den Geist, die strahlenabschirmende, silberüberzogene Stoffkappe gegen Elektrosmog, Chemtrails und Bewusstseinskontrolle. Feinster Nylonstoff um nur 55 Euro. Neben skurrilem Kitsch werden in Esoterik-Shops aber auch die Fähigkeiten von diversen Heilern und Gurus angepriesen. Einer von ihnen, Brazo, soll anscheinend nur durch seinen Blick Menschen zum Glück verhelfen können. Ob da was dran ist? Na, vielen Dank, Florian, dass du mich jetzt auf die Esoterik-Messe begleitest. Man nennt sie Spiritualität und Heilen 2019. Genau. Also Esoterik ist jetzt
jetzt nicht nur diese Messen, aber alles drumherum ist ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor. Mhm. Es gibt so Zahlen, dass in Deutschland damit ungefähr 23 Milliarden Euro umgesetzt werden pro Jahr. Österreich ist es dann dementsprechend weniger, wahrscheinlich ungefähr ein Zehntel. Und wenn man bedenkt, dass das Doppelte von der Bierbrauereiwirtschaft, was man so umsetzt, das ist nicht wenig. Leider dürft ihr mit der Kammer nicht mit hinein. Die Veranstalter der Esoterikmesse haben zu schlechte Erfahrungen mit sämtlichen Medien gemacht, dass sie uns das Drehen da drinnen verboten haben. Was interessant ist, ich habe natürlich mit dem Veranstalter das besprochen, und zwar heißt es, wir machen keinen seriösen Journalismus, weil das geht ja gar nicht mit Esoterik. Haben Sie Sorgen? Dann brauchen Sie den Sorgenstein, der von allen Sorgen befreit, wenn er auf das Herzchakra gelegt wird. Glaskristall mit Farbüberzug. Um 63 Euro. Moment. Glaskristall? Das ist jetzt kein Bergkristall oder sowas? Nachdem wir ja drin nicht drehen durften, habe ich mir gedacht, ich baue hier einfach meinen eigenen Stand auf, den Prüfstand, am Prüfstand. Das sind ein paar Objekte, die wir zusammengesammelt haben. Was hältst denn du von sogenannten Engelsprays? Ja, diese Sprays finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Die sprüht man sich einfach in die Aura und es riecht ein bisschen streng. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur energetisiertes Wasser oder so. Ich wundere mich nur, wenn man dann behauptet, dass das in meinem Leben irgendetwas Spezielles auslöst. Denn dafür gibt es ja überhaupt keinen Grund. Ja, warum? Mhm. Es gibt keinen Mechanismus, wodurch irgendetwas, was hier enthalten ist, auf mein Leben eine Wirkung haben könnte. Es gibt keine Studien, die behaupten, dass es in der Vergangenheit so gewesen wäre. Es ist einfach sinnlos. Eines dieser wissenschaftlich unerklärbaren Phänomene ist der Kroate Brazzo. Der Mann mit dem gebenden Blick, der Menschen angeblich allein dadurch, dass er sie anschaut, in Glück und Verzückung versetzt. Den muss ich mir auch anschauen. Ich bin seit 19,5 Jahren bei Brazzo. Wirklich? Ja. Wo der reinkommen ist und ich habe eine Ranselhaut gekriegt am ganzen Körper. Ich habe Freudentränen geweint in dem Moment, wenn man plötzlich keine Schmerzen mehr hat nach Jahren. Er ist selbst überrascht, sagt auch immer, wenn die Leute wiederkommen und erzählen, was da alles passiert, weil ja, es ist nicht er, der bestimmt, was passiert. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in Villach zu der Begegnung mit Brazos gebendem Blick. Mein Name ist Kamp, ich bin vom Beruf Arzt und arbeite im Krankenhaus. Ohne es jetzt mit den heutigen Mitteln erklären zu können, was er durch seinen Blick Menschen, was er verändern kann. Veränderung in allen Bereichen des Lebens. Er wird gleich hier reinkommen und wird sich dort hinstellen und wird sie gar einige Minuten in Stille nur anschauen. Ist das wirklich möglich, mit dem Blick heilen? Oder handelt es sich bei Brazzo um eine ebenso einfache wie grandiose Geschäftsidee? Der Reise durch das spirituelle Österreich bin ich im schönen Tirol gelandet. Aber jetzt brauche ich einen Experten, der mir ein paar Sachen erklärt, die ich nicht verstehe. Johannes Fischler. Hannes, bitte. Ein Wiener hilft mir ja gerne. Ja, danke. Hau auf. Servus. Schön, dich zu sehen. Was ist denn los in Österreich? Sehr spirituell. Viele Engelsprays. Mhm. Chakren. Energetiker. Aber wenig Esoteriker. Sehr interessant. Esoteriker sind immer die anderen, eh klar. Ich habe ganz viele Fragen. Du musst mir ein paar Sachen erklären. Der Psychologe Johannes Fischler aus Hall in Tirol ist einer der Esoterik-Experten im deutschsprachigen Raum. Für sein Buch New Cage, Esoterik 2.0, wie sie die Köpfe leert und die Kassen füllt, hat er durch umfassende Recherchen und Kontakte zu Sektenaussteigern die dunkle Seite der Esoterik-Szene erforscht. Früher hat es einen Guru gegeben, der hat verschiedene Menschen um sich geschaut und hat geschaut, dass er die abhängig macht und hat geschaut, dass er so viel Geld wie möglich sich von den Leuten da holt. Heute verstehen sich dieselben Menschen als raffinierte spirituelle Unternehmer, die lassen andere für sich arbeiten und sie selbst treten ein wenig in den Hintergrund und die scheffeln Millionen. Die machen das so, die verkaufen ihre Aufstiegsseminare ins Licht via Abonnementsystem übers Internet.
Das kostet dann gleich mal 200-300 Euro im Monat. Da kann man dann als spirituell Berufener zu Hause an der eigenen Erleuchtung arbeiten und feilen. Und nach ein paar Wochen gibt es schon die ersten Diplome. Dann kann man selbst als kleiner Guru hinausziehen und dann weitere Menschen für das Ganze begeistern. Die werden dann wieder zahlende Mitglieder, buchen wieder dieselben Kurse, werden wieder Gurus. Wir haben ein Schneeballsystem, ein Multigurus-System. Ganz genau. Ich bin ja halb Ägypter, ich weiß nicht, ob du das weißt. Nicht nur in Österreich, überall auf der Welt sind die Menschen auf der Suche nach Sinn und Seelenheil. Waren es früher nur Rabbi, Priester und Imam, landen heutzutage viele bei Magiern und Schamanen, bei Hellseherinnen und Energetikern. Esoterische Praktiken übernehmen mehr und mehr die Bedeutung von Weltreligionen. Ist die Esoterik eine Ersatzreligion und ein Phänomen des Wohlstandes? Der aufgeklärte Mensch der reichen westlichen Welt verliert immer mehr den Zugang zu den herkömmlichen Konfessionen. In Österreich verliert etwa die katholische Kirche stetig ihre Schäfchen. 58.378 Menschen haben die österreichische katholische Kirche im Jahr 2018 verlassen. Das sind 8,7% mehr als im Jahr davor. Wo hat hier die Religion irgendwas verabsäumt, die Leute abzuholen? Da gibt es ja einen Sager, je mehr sich die Kirchentore öffnen, desto mehr Leute gehen hinaus und nicht hinein. Ich behaupte mal, das Christentum ist manchen schon zu aufgeklärt. Und da springt dann die Esoterik ein. Da wird von äonenlangen Abstammungslinien gesprochen, von atlantischen Wiedergeburten. Das ist nichts anderes wie eine wiedergefundene Fundamentalreligion. Hier haben wir vielleicht die Gotteskrieger, aber dort haben wir die Lichtkrieger der neuen Zeit. Esoterik ist oft Fundamentalismus im Schafspelz. So, Blutbild okay, alles okay, Gott sei Dank, alles okay. Ich komme gerade von meiner gesunden Untersuchung bei meinem Hausarzt, quasi das körperliche jährliche Service, sollte jeder mal machen. Und ja, eigentlich fühle ich mich ganzheitlich nicht ganz wohl. Deswegen treffe ich mich mit Dr. Vera Ranftl, Allgemeinmedizinerin mit Hang zu ganzheitlichen Therapien. Für den Körper wird, glaube ich, schulmedizinisch viel getan, sehr viel, ja. Für den Geist? Das ist eher sehr rudimentär. Was ist mit der Seele? Die wird komplett vernachlässigt. Da gibt es die Psychiater und da gibt es die Psychopharmaka. 90% meiner Patientinnen nehmen ein Psychopharmakon. 90? Ja, wirklich 90. Also ich würde sagen, dass in den letzten 15, 20 Jahren die seelischen Erkrankungen massiv zugenommen haben. Der Druck am Arbeitsplatz wird immer größer. Die Familien werden immer poröser, zerbrechen viel leichter. Die Frauen sind Alleinerzieherinnen oft und die Problematik, die hier entsteht, ist auch oft mit der Psychotherapie nicht zu lösen. Die Schulmedizin stößt also bei seelischen Erkrankungen an ihre Grenzen. Viele Betroffene suchen dann ihr Seelenheil in der Esoterik. Und immer mehr Mediziner bilden sich in alternativen Behandlungsmethoden weiter. Beiden versucht das Österreichische Institut für ganzheitliche Therapie weiterzuhelfen. Vielleicht ja auch mir. Bitte da. Okay. Wie ist das normalerweise? Sind Sie mit Ihren Klienten bei Sie oder? Normalerweise bin ich schon mit Klienten bei Sie, aber gerne heute bei du, Eva. Okay, es freut mich. Also ich komme gerade von der gesunden Untersuchung. Ja. Sie sagt eigentlich alles in Ordnung, aber irgendwie fühle ich mich nicht ganz rund. Also Verspannungen, Stress. Schlaflosigkeit ein bisschen. Diese Gefühle dahinter würden mich noch interessieren, ja, weil ihr in der Gefühlsebene arbeitet. Eva Siebenmorgen ist klinische und Gesundheitspsychologin und bietet nach einigen Weiterbildungen auch die energetische Psychologie an. Sie vereint Elemente aus der traditionellen chinesischen Medizin mit Akupressur, Kinesiologie und moderner Psychologie. Obwohl sich in Österreich Psychologie und Energetik normalerweise ausschließen, entscheide ich mich für die relativ neue Methode und beantworte viele persönliche Fragen zu meinem Wohlbefinden. Aber diesen Seelenstriptease erspare ich euch lieber. Darf ich dir bitte bitten, dass du dein Handgelenk in meine Arme legst? Genau, dass ich muss dich spüren, ich muss deine Muskeln dann noch spüren. Und was ich jetzt zuerst mache, ja? Ich diagnostiziere jetzt, was dir hilft. Ja? Geh mal daher, mach mal so. Genau. Ich schaue jetzt, was mir der Körper einfach sagt. Ja, danke. Geht schon. Was sagt er denn? Gibt es so Shortcuts, nennt man das, Abkürzungen, wie draufkommt, welcher von den vielen, vielen Punkten jetzt dir hilft. Ja? Das ist tatsächlich der Punkt. Ja? Das ist der erste, der mir jetzt sagt, du musst den behandeln. Ja? Das ist der Punkt. Behandle den mal selber an dir. Das ist Klopfakupressur. Mit zwei Fingern
diesen Punkt behandeln. Ja. Mach mal da. Mhm. Sag einmal, ich bin ruhig und gelassen bei dem Punkt. Ich bin ruhig und gelassen bei dem Punkt. Der Patient oder die Patientin muss in der Lage sein, sich mit einfachen Sätzen selbst beruhigen, selbst stärken, selbst positive Dinge so einflößen zu können. Also er muss auch daran glauben, das muss sozusagen auch ankommen in ihm selbst. Mein Herz ist voller Vergebung, ich verzeihe mir selbst vollkommen und ganz. Das klingt aber ein bisschen... Das klingt ein bisschen wie... Esoterisch. Nein, es ist nicht esoterisch. Wie siehst du das, Eva? Bist du eine Esoterikerin oder was bist du? Nein, ich bin keine Esoterikerin. Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und habe einfach viele Zusatzausbildungen gemacht mit Methoden, die ich jetzt auch verwende, die jetzt nicht zur Esoterik gehören. Ganz klar. Energetiker sind übrigens keine Ärzte, sondern arbeiten mit dem Energiefeld des Menschen. Ja, jeder Schauspieler, jeder Host freut sich natürlich, wenn er auf den roten Teppich darf. Diesmal gehört er der Wirtschaftskammer Wien. Und ich wüsste gerne, wie weit die Esoterik schon in der österreichischen Wirtschaft angekommen ist. Das weiß Charlie Lechner. Im Unterschied zu Esoterikern geht es Energetikern nicht um geheime und mystische Kräfte, sondern um pragmatisches Wissen über die Energieströme des Menschen. Sie können ihre Arbeit von der Wirtschaftskammer sogar zertifizieren lassen. Was tun eigentlich Humanenergetiker? Wie sieht das Berufsbild aus? Im Berufsbild sind zum Beispiel die 12 Grundmethoden verankert. Das sind zum Beispiel Methoden wie Kinesiologie, Arbeiten mit Aromen, sanfte Berührungen, bitte nicht zu verwechseln mit Massagegriffe, sondern wirklich sanfte Berührungen, Arbeit in der Aura und einige andere auch, die wir dementsprechend in unserem Berufsbild verankert haben und somit anwenden können. Wenn man ganz global drauf sieht, dann sind wir sogar Vorreiter in ganz Europa. Im Jahr 2018 gab es bereits 18.313 gezählte aktive Humanenergetiker in Österreich. Wer Tierenergetiker sucht, findet beispielsweise in Österreich 679 Anbieter, Astrologen nur 433. Gibt es einen Unterschied zwischen Energetiker und Esoteriker? Und wenn du mir einen Unterschied zeigen kannst, dann bin ich dir vollends dankbar. Es gibt mittlerweile mehr Energetiker in Österreich wie niedergelassene Ärzte. Und das ist die am stärksten wachsende Berufsgruppe neuer Selbstständiger in Österreich. Wow, also gibt es einen Unterschied? Zeig ihn mir. Na ja oder nein? Nein. Warum gibt es denn überhaupt Kritiker? Kritiker gibt es immer dann, wenn Unwissenheit und Unklarheit im Spiel ist. Und diese Unwissenheit führt manchmal dazu, dass wir sofort in das große Lager der Esoterik, der Spiritualität oder Sonstiges geworfen werden, weil das Alleinstellungsmerkmal sich noch nicht durchgesetzt hat. Helmut Siebenmorgen hat sehr viele verschiedene Ausbildungen, die alle auf Urkunden zertifiziert und belegt sind. Aber sein Spezialgebiet ist das geistige Heilen. Ein Heilsversprechen gibt er aber nicht ab. Bevor er mir seine Hände auflegt, lässt er sich das auch schriftlich bestätigen. Wenn jemand mir Hände auflegt, hilft mir das, mich zu entspannen. Mein Puls kommt runter, ich bin den ganzen Tag fahrig und mache mir Sorgen über meine Krankheit. Und wenn ich aber dann mir die Hände auflegen lasse, dann komme ich zur Ruhe, dann geht es mir besser, dann geht mein Puls runter. Dann ist das ja fein, dann ist dagegen nichts zu sagen. Das ist einfach dann auch ein Heilungsritual letztlich. Wenn ich aber jetzt glaube, dass dieses Handauflegen oder was auch immer wirklich die physische Ursache meiner Krankheit bekämpfen kann, dann bin ich auf dem Holzweg und das kann es nicht. Da sollte man wirklich vorsichtig sein. Manche Krankheiten brauchen physische Interventionen, ja, sei es eine Operation, sei es ein Medikament. Und da kann Handauflegen einfach wirklich überhaupt nichts auslösen. Es war doch eine sehr intensive Behandlung. Was hast du eigentlich gemacht? Da arbeite ich praktisch nicht am Körper, sondern da arbeite ich eigentlich mit der Energie, dann geschieht irgendwas. Es ist was geschehen, weil ich war, glaube ich, dann weg, oder? Ich bin eingeschlafen. Zu wem betest du oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich binde mich an eine bedingungslose göttliche Liebe, die aber universell ist. Also die ist jetzt nicht an irgendwelche Konfessionen gebunden. Kann man das Esoterik nennen oder esoterisch? Das ist so, wie wenn du jetzt der Mutter fragen würdest, ob sie sich als Esoterikerin oder Energetikerin fühlt, weil sie ihr Kind in die Arme nimmt, in Liebe und es tröstet.
Trösten möchte auch dieser Mann allein mit seinem Blick. Brazzo ist nicht nur ein spirituelles, sondern auch ein wirtschaftliches Phänomen. An durchschnittlichen Tagen kommen 750 Gäste zu Brazzos Events. Bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 15 Euro nehmen Brazzo und sein Team um die 11.250 Euro ein. Bei durchschnittlich 6 Auftritten im Monat ergibt sich eine schöne Jahresgage von geschätzten 810.000 Euro. Plus den Einnahmen aus dem Verkauf seiner zahlreichen Bücher, DVDs und natürlich des ganz persönlichen Brazzo-Goldschmucks. Brazzo, oder übersetzt kleiner Bruder, bekam seinen Namen von seinem Vorbild, dem serbischen Heiler Ivica Prokic. 1995 ertrank der Mentor an einem Strand in Südafrika. Die über 1 Kilogramm schweren Goldketten, die er stets um seinen Hals trug, sollen bei seinem Überlebenskampf nicht gerade hilfreich gewesen sein. Jetzt treffe ich Doris Kempner. Sie ist Model, war deutsches Playmate, auch Miss Vienna, ist vor allem jetzt Yogalehrerin, Heilerin. Ja, und was sie sonst noch so alles macht und kann, das schauen wir uns. Hallo Faris. Ich hoffe, ich habe nicht gestört bei deiner Session. Ich bin gerade fertig geworden. Wundervolle Zeiten erlebt während dem Model, aber eben auch Schattenseiten. Wo gibt es die denn in der Esoterik, Licht und Schatten? Wo hast du das erlebt? Ah ja, ich habe einige Gurus unter Anführungszeichen erlebt, die eben dieses Business missbrauchen. Jetzt in Thailand, da gibt es ein spirituelles Tantra-Center, das immer wieder schließen muss. Einfach deshalb, weil der Besitzer unter dem Mantel der Spiritualität, dem Mantel, ich will dich heilen, ich will dich reinigen, ich werde deine Sexualität öffnen und du wirst erleuchtet, Mädchen missbraucht werden. Gibt es auch in Österreich? Ja, bestimmt wird es so einen Missbrauch in der spirituellen Szene auch in Österreich geben. Und natürlich sind bei mir da auch Dinge gespeichert, die ich rausreinigen musste. Ich war schon sehr lange immer wieder in der Opferrolle. Wie bist du dann auf deine sogenannten Yoni-Eier gekommen? So, da gibt es ja diese 3 verschiedenen Steine und ich habe halt am Anfang Jade verwendet, dann fürs Herz, weil ich hatte auch sehr viele Themen im Herz, musste ich sehr viel weinen. Dann dieses Ei und dann ganz am Schluss diesen schwarzen Obsidian und der ist halt besonders bei sexuellem Missbrauch sehr wirksam. Und wie war das erste Mal die Erfahrung mit den Yoni-Eiern? Yoni, das heißt ja die Vagina im Sanskrit, in der altindischen Sprache. Okay, Yoni ist genau, Vagina. Die Vagina der Frau. Das erste Mal, als ich das Yoni-Ei verwendet habe, das war dieses. Das ganz traditionelle Jade-Ei, das war ein bisschen komisch. Also ich dachte schon, man fühlt sich jetzt Eier ein, Steineier ist sehr eigenartig. Aber als ich dann das ausprobiert habe, habe ich halt gemerkt, dass sich mein Lustempfinden so extrem verändert hat. Und für mich ist das eine ganz tolle Praxis, ist sehr nährend. Aber am Anfang war es wirklich komisch. Okay, alles klar. Ja, denken sich viele vielleicht. Können Sie sich vorstellen, dass Eier aus Kristall oder Jade oder Obsidian, dass man sich die in die Vagina einführt, um Blockaden einzubringen? Entschuldigung. Also, das hier ist für verrückt, ehrlich, wirklich. Also das ist. Aber können Sie sich vorstellen, dass das zum Beispiel bei Blockaden oder wenn, also macht das wirklich jemand? Wir haben es auf Video. Die Yoni-Eier ist doch eher eine weibliche Geschichte, aber gibt es irgendeinen Nutzen auch für Männer bei der ganzen Sache? Ja, Männer haben natürlich einen großen Nutzen von den Yoni-Eiern, weil die Frauen viel zufriedener werden, Selbstliebe wird erhöht und dann trainieren die Frauen ja auch diesen Bereich, die Muskulatur. Und da gibt es Frauen, die so trainiert sind, dass sie eben die hintere Muskulatur, die mittlere und die vordere, dass sie die Muskelgruppen unterscheiden können und sie können auch kontrollieren, ob der Mann jetzt kommt, wann er kommt, wie schnell er kommt und können das verhindern, dass der Mann auch so viel Lebenskraft verliert, weil immer wenn der Mann ja ejakuliert, verliert er ja Lebenskraft auch. Was? Die spirituelle Lichtoperation, sie ermöglicht die Entfernung von sämtlichen Fremdenergien und karmischen Verunreinigungen aus früheren Leben durch Lichtärzte der 7. Dimension. Stoffbeutel, Lea, 99 Euro. Lea?
Neben diesen vielen Dingen haben wir auch sehr viele Vorträge dort beobachten können, die gegeben werden, aber eben auch sehr viele Bücher, die verkauft werden. Ich habe eins gefunden, da geht es um die Anastasia-Serie. Da, kurz zur Erklärung, da geht es darum, wieder zurück zur Natur, zusammen, Liebe, Freude. Das ist ja alles sehr positiv. Nur das man entdeckt dann drinnen auch so ein bisschen so ein Gedankengut von absoluter Reinheit. Dieses Zurück zur Natur, das Zurück zur Einfachheit, zur Gemeinschaft, das ist ja nachvollziehbar und schön. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber wenn uns dann eingeredet wird, dass unsere moderne Welt irgendwie böse ist, dass Technologie irgendwie böse ist oder dass gewisse Menschen gar unrein sind oder so etwas, dann wird es halt sehr gefährlich. Abseits von der Antiken und von der Renaissance-Esoterik hat sich kurz vor 1900 eine ganz eigene Szene herausgebildet. Die kann man zurückführen auf diese sagenumwobene Madame Blavatsky. Die hat damals schon von Wurzelrassen geredet. Und am weitesten entwickelte Wurzelrasse, das seien die Arier gewesen. Die Arier, wir die Germanen, seien Abkömmlinge dieser Arier und deshalb dazu berufen, die Erde ins Licht zu führen. Diese Madame Blavatsky, die spricht auch von einer großen weißen Bruderschaft. Das sind aufgestiegene Meister, die säßen da droben irgendwo und würden uns helfen, uns als Rasse mehr und mehr reinzuwaschen. So, jetzt gehst du wie ich in eine Apotheke und siehst dort sogenannte Engelsessenzen. Und dann entdeckst du genau die Namen der großen weißen Bruderschaft, abgefüllt im schicken Engelspumpzerstäuber. Saint-Germain, Sanat Kumara, Kotumi. Und da frage ich mich schon, bei jedem Aspirin ist ein Beipackzettel dabei. Wo ist hier der Beipackzettel, der mir erklärt, dass ich mir faschistoides Gedankengut in die Frisur sprühe? In Machtrenk, Oberösterreich, gehe ich auf eine von jährlich ca. 200 Veranstaltungen des Schweizers Pascal Foggenhuber. Er ist einer der Stars der Esoterik-Szene und begeistert Männer und Frauen gleichermaßen. Eigentlich ist er gelernter Schauspieler. Berühmt wurde er aber, weil er angeblich mit Toten kommunizieren kann und deren Angehörige in der Trauer begleitet. Ich habe vor 1,5 Jahren meine Tochter verloren. Ich brauche unbedingt so ein Medium, um mir sicher sein zu können, dass es meiner Tochter gut geht und dass wir uns wieder treffen. Und durfte dann diesen Jenseitskontakt mit Pascal machen. Er hat fast alle meine Fragen, die ich noch im Kopf hatte, beantwortet und hat mir so viele Dinge über meine Tochter erzählt, die er eigentlich überhaupt nicht wissen konnte. Sie sagt so, man weiß wie beim Kindstod nicht genau, was sie hat. Da kannst du das verstehen, okay? Für mich war das so berührend, weil es für mich so großen Trost gespendet hat, dass es wirklich, dass sie eingeschlafen ist wie ein kleines Kind und ja. Wie machst du das? Ja, es hört sich so außersinnlich an. Ja. Mhm. Also ich probiere auch bei meinen Vorträgen den Leuten eigentlich zu zeigen, es ist eigentlich etwas sehr Natürliches. Weil wenn man jetzt so Menschen fragt und sagt, hey, wenn jemand schon mal gestorben ist und ihr darüber geredet, hast du dann auch schon mal das Gefühl gehabt, dass da wie noch jemand da ist? Werden ganz viele Menschen sagen, ja, das Gefühl habe ich. Ja. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, ich bin Medium und ich kommuniziere mit Verstorbenen, dann denken alle, ich höre Stimmen und ich sehe die so dastehen Sixth wie jetzt nicht. So, ja. Wenn ich mit Verstorbenen arbeite, gehe ich quasi wie in diese Energie rein, bekomme dann Gefühle und weil ich diese Sprache wie auch gelernt habe, kann ich dann übersetzen, zum Beispiel, ob ein Verstorbener einen Autounfall hatte oder eine Krankheit hatte oder was passiert ist. Du erzählst sehr viel aus seinem Leben raus, was er so gemacht hat, an was er gestorben ist, also Fakten zu liefern. Und dann, wenn der Klient sagt, ja, das kann er den größten Teil alles verstehen, dann gehst du eigentlich in die Trauerverarbeitung rein. Schauen wir da unten mal. Und was in der Esoterik inszeniert wird, ist dieses Love-Bombing. Love-Bombing, das kommt eigentlich aus dem Sektischen. Also bei einem Kult, wenn du da dazustoßt, dann wirst du immer mit Licht und Liebe bombardiert. Alle werden sich genau für dich interessieren. Umarmungen, Berührungen und, und. Ziel dahinter ist nur eines, man triggert ganz bewusst ein limbisches System, der Verstand fährt runter und ob du willst oder nicht, nach einer gewissen Zeit bist du plötzlich emotional gebunden. Du kannst gar nicht mehr weg von diesen Leuten. Doris Kempner erzählt mir, dass sich nach einer Ayahuasca-Zeremonie ihr drittes Auge geöffnet und sie seither Kontakt mit der spirituellen Welt hat. Ayahuasca ist ein stark halluzinogen wirkendes Gebräu, das in Südamerika aus zwei Lianenarten hergestellt wird. Es kann bleibende Veränderungen des Selbstbildes, starke Wahrnehmungsveränderungen und bei falscher Anwendung auch Horrortrips verursachen. In vielen Ländern wie Kanada, den USA, Brasilien und Peru, aber auch in Österreich wird Ayahuasca als sakrale Pflanze und nicht als Droge gesehen und ist daher legal.
In Deutschland, der Schweiz, aber auch zum Beispiel in den Niederlanden fällt die Einnahme des Pflanzensuds in das Betäubungsmittelgesetz und ist somit illegal. Doris hat das in der Esoterik-Szene populäre Ritual vom peruanischen Schamanen Ricardo Shiroki, einem Nachfahren der Inka, erhalten. Ayahuasca ist ja keine ungefährliche Sache. Das kann auch tödlich sein. Ja, man muss wirklich aufpassen, mit wem man ein Ayahuasca-Ritual macht. Mhm. Und nachdem der Ricardo den Hintergrund hat von seinen Vorfahren, das ist mal wichtig. Mhm. Und er ist auch Quechua, er ist Inka, das heißt, er ist wirklich traditionell aus dem Bereich. Hello. Nice to meet you, Ricardo. Doris just told me about you. You're a shaman from Peru. Yes, I am a shaman. Yeah, it's a pleasure to meet you. I'm Faris. Nice to meet you. How long did you practice as a shaman? I started when I have 11 years. Mm-hmm. My first ceremony I have when I have 12 years, mm-hmm. With the cactus, mm-hmm. San Pedro. Mm-hmm. And this cactus opened my heart. I see the different problems in the world, and I start to cry into what I'm doing. I am asking to the spirit of the mm-hmm. plant, Huachuma, and she tell me you need to travel around the world. I'm really curious to know more about ayahuasca, because I know it's a very effective but also dangerous drug. The ayahuasca is like the medicine of the soul. It's a medicine. It's not of what? A medicine? It's medicine of the soul. Of the soul, okay. Of the soul. It's no drugs, it's no something recreational. It's very secret ritual, about 7,000 years, coming from the Incas people, to contact the spirit of the nature, the plants, and to receive the answer from God, no? Uh-huh. Leider kommt es auch zu Fällen, in denen Esoterik nicht zur Erleuchtung, sondern zum Tod geführt hat. Ein Beispiel ist der Sohn von Marion Bogomil und Ulrich Hölscher. Er kam um, nachdem er auf das Thema Lichtnahrung gestoßen ist und begonnen hat, sich ebenfalls ausschließlich von Licht ernähren zu wollen. Finn Bogomil, der sich von der Lichtnahrung erhofft hatte, zu einem höheren Wesen zu werden, verdurstet und verhungert 2017 in Südamerika. Mein größtes Ziel ist es, noch in diesem Leben die Erlösung, die Meisterschaft zu erreichen. Was genau das heißt, weiß ich nicht. Ich ahne es nur. Ich schaue mir die Heiligen und Propheten an und frage mich, was uns verbindet. Das Potenzial, das ich sowie ein jeder von uns. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mit uns sprechen. Das ist nicht einfach, was Sie hier für uns machen. Aber warum tun Sie es? Warum erzählen Sie die Geschichte von Finn? Unser Anliegen ist einfach, zu zeigen, weshalb Finn gestorben ist. Und Finn hätte nicht sterben müssen, wenn er nicht an diese absolut idiotische Idee der Lichtnahrung geglaubt hätte. Ich glaube an die Lichtnahrung. Die Fähigkeit, ohne physische Nahrung gesünder, besser und energetischer zu leben, nach dem Prinzip Geist über Materie. Und es gibt tausende Menschen, die das schon vorleben. Siehe der Film Am Anfang war das Licht. Ich glaube an Wunder. Ich glaube meinem Gefühl, meiner Verbindung zur Quelle aller Dinge. Ich liebe dich, dein Finn. PS. Wie geht es eigentlich, Opa? Ganz fröhliches, lebensbejahendes, liebenswertes Kind. Er war auch gut in der Schule. Also er konnte sich das auch irgendwo leisten. Also er war jetzt nicht der Kasper, der nur Blödsinn macht oder so. Sondern deshalb waren wir auch so stolz auf ihn. Also was hat in ihm diesen Wunsch, dass man sich von Licht ernähren kann, ausgelöst? Unserer Meinung nach die Reise nach Lateinamerika. Und da hat er an einer Stelle die falsche Abbiegung genommen, indem er zu einem Festival gefahren ist und dort Ayahuasca genommen hat. Und das ist unserer Meinung nach die Ursache für das, was danach passiert ist. Wussten Sie von
von Ayahuasca oder den Auswirkungen vorher? Gar nichts, gar nichts. Was wir eben nicht wussten, ist eben, dass zu diesem Lichtnahrung-Reinigungsprozess gehört, dass man eine Woche lang nichts trinkt. Also wir haben ihm auch sogar noch mal einen Brief geschrieben, um ihm zu sagen, wir finden das zwar nicht richtig, was du machst, aber du gehst deinen Weg und wir lassen dich jetzt gehen und komm zurück, wenn du möchtest. So. Wenn Esoterik in die falsche Richtung läuft, was kann man tun? Leihe dieser Person ein Ohr, interessiere dich für das, was sie erlebt. Schenke ihr Aufmerksamkeit, denn Aufmerksamkeit bekommt sie im spirituellen Milieu genug. Was findet die Person im Spirituellen, was sie in der Realwelt vermisst? Und da kann man zum Betroffenen einen Kontakt halten. Ich glaube, sie kommen da auch nicht mehr so einfach raus. Wenn man einmal in diesem Netz gefangen ist, dann müsste man ja, um da rauszukommen, sich selber noch mal von außen betrachten und feststellen, das ist auch totaler Quatsch, was du da machst. Das ist unheimlich schwer, glaube ich. Wir haben es alle nicht geschafft, ihn davon abzubringen. Nee. Dann haben wir so besprochen, ja, wenn er sich zu meinem Geburtstag nicht meldet, was er eigentlich normalerweise immer machen würde, dann fahren wir dahin und holen ihn. Und am 10. November haben wir dann erfahren, dass er einen Tag vorher gestorben ist. Ja. Also kurz davor. Und dann ist unser Leben zerbrochen. Ja. Ja. Ist heutzutage der neue Konsum. Wir wissen eines, durch unseren übermäßigen Konsum zerstören wir die Erde. Jetzt können wir uns aber genau durch den Verzicht wiederum von nagenden Schuldgefühlen freimachen. Spirituell beflissene Idealisten gehen dann vielleicht auch den Weg Richtung Lichtnahrung. Spirituelle Menschen wollen sich aus der Leistungsgesellschaft oft verabschieden, aber entwickeln dann denselben Leistungsdrang wie zuvor. Gerade Idealisten oder intelligente Menschen wie der Finn sind besonders gefährdet. Die verfügen ab einer gewissen Wegstrecke über ein enormes rhetorisches und intellektuelles Waffenarsenal, um ihren Irrglauben vor anderen, aber auch vor sich selber zu rechtfertigen. Fast alle meine Gesprächspartner haben eines gemeinsam. Sie sind davon überzeugt, dass der Mensch eine Seele hat. In Österreich glauben 64%, dass sogar Tiere eine Seele haben. Aber können Tiere auch sprechen? Davon ist Beatrix Winkler überzeugt. Ich treffe die Tiertelepathin in einem Pferdegestüt in Altmünster am Traunsee. Das ist dein Hof mit deinen Pferden und du bist die Tiertelepathin. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, weil erstens dem Goldi nicht so gut gegangen ist. Er hat sich mittlerweile wieder erholt. Wer ist Goldi? Goldi ist das Pferd mit dem blauen Halfter, gehört der Claudia. Okay. Und wird eigentlich regelmäßig von mir behandelt. Wie funktioniert Tiertelepathie? Kannst du es mir zeigen? Ja, es ist eigentlich so, dass ich normalerweise in diesem Abstand beim Pferd stehe, mit einem Block in der Hand. Mhm. Bei manchen Pferden geht dann direkt ein bisschen ein Ruck durch den Körper. Mhm. Die merken, wenn ich andocke. Wie machst du ja, das? Ja, ich spüre ein Tier. An meinem eigenen Körper. Das heißt, ich weiß, wo die Schmerzen sind. Ich kann das beschreiben. Was hat sie jetzt so ganz kurz dir mitgeteilt? Ja, sie hat mir eben gesagt, dass sie sehr starke Bauchschmerzen hatte und dass das jetzt wieder gut ist. Jetzt sind hier ganz verschiedene Tiere. Also wir haben gerade Lumpe, die Katze kennengelernt. Also haben jetzt Hühner und Enten auch eine Seele? Kannst du mit denen auch kommunizieren? Ja, kann man, aber es ist einfacher. Einfacher was? Es ist die Wortwahl einfacher. Es wird nur mit Hühnern oder über das geredet, was sie wollen, eben was sie fressen wollen. Okay. Also es ist eher einfacher. Tiere, die eine Seele haben, Tiere, mit denen man sprechen kann, da sind viele Menschen skeptisch. Ist durchaus verständlich. Es ist wirklich nicht leicht, telepathisch seriös zu arbeiten. Das heißt, also zuerst eben so und so der Veterinär, der Tierarzt. Und dann aber gibt es auch bei der Energiearbeit Grenzen. Man kann nicht alles in Ordnung bringen.
Zurück in Villach hat das Warten ein Ende. Brazzo betritt die Bühne. Wird sein gebender Blick auch mich berühren? Seien Sie so, wie Sie sind. Ganz natürlich. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Mensch rein, der etwas Besonderes mitbringt. Auch für Sie vielleicht. In den 3 Minuten 47 Sekunden hat mich Brazos Blick zweimal kurz gestreift. Gespürt habe ich ehrlich gesagt nichts. Naja, vielleicht kommt hier noch was. Wehgetan hat es allerdings auch nicht. Ich denke mir, man muss schon aufpassen. Es gibt natürlich auch viele Scharlatane oder Menschen, die das jetzt irgendwie da einmal kurz ein paar Stunden gelernt haben und dann weitergeben wollen. Da muss man natürlich aufpassen. Aber es ist einfach schade, dass das als Unsinn abgetan wird. Also eines meiner Lieblingsobjekte, das ist das Harmonie-Energie-Transformator-Holzbrett, einsetzbar, um manipulative Energien, mit denen jemand das Essen oder Trinken infiziert hat, zu löschen. Was wir hier sehen, ist ein zweifellos voll funktionsfähiges Holzbrett. Ja. Daran ist nichts auszusetzen. Ich bin überzeugt, dass ich meine Jausenwurst auf diesem Holzbrett schneiden kann. Ja. Und es wird nichts Schlimmes passieren. Zu glauben, dass das irgendwelche Vergiftungen abhalten könnte, ist natürlich etwas gewagt. Und das ist halt wirklich gefährlich. Was passiert, wenn jemand etwas tatsächlich möglicherweise Gesundheitsschädliches schneidet und glaubt, damit ist auf der sicheren Seite? Dann wird es halt gefährlich. Ne? Ja. Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Ja, gerne. Kommen Sie gerade von der Messe? Ja. Das ist ein Harmonie-Energietransformator. Würden Sie mir das abkaufen? Wie viel? 279 Euro. Also man hat dann ein Brett vorm Kopf. Ja. Das ist der einzige Effekt, oder? Wahrscheinlich. Zum Abschluss würde ich gerne noch etwas am eigenen Leib ausprobieren. Neben Ayahuasca bietet Schamane Ricardo auch Cambo, ein Froschgift an, das aber zum Entgiften des Körpers dienen soll. Ich entscheide mich dann doch lieber für ein sanftes Soundhealing-Ritual. What kind of effect can it have? Some a ritual like this? The vibration of bamboo balance the different chakras. When you talk about chakras or when I see angels here, does it mean it's the time to connect all this old wisdom? All ancient tradition is similar and also in unity. For the shamanism from India or from Mongolia or from Austria or from Peru, Amazon, are in unity. Mucha nabi. Das Soundhealing und die anschließende Reiki-Behandlung haben mir gut getan. Aber fühle ich mich allein dadurch ganzheitlich wohler? Oder bietet das Leben auch einfache Methoden an, sich wieder zu spüren und besser zu fühlen? Wir verbieten uns heutzutage viel zu viel. Rauchen, essen, trinken, dick sein, alles, was irgendwo Spaß macht, wird immer mehr wegrationalisiert und verboten. Je mehr wir all diese ekstatischen Erfahrungen auch einstampfen, desto mehr suchen sich die Leute das woanders. Zum Beispiel in der ekstatischen Esoterik. Und dort machen sie ja wirklich ekstatische Erfahrungen. Wenn ich heute gehe zu einem Rockkonzert, zu einem Clubbing oder meinetwegen zur Fasnacht, dann kann ich dort wirklich auch einmal die Sau rauslassen. Aber ich kehre danach wieder zurück in die Normalwelt. In der Esoterik, dort ist das Ganze eine Einbahnstraße. Dort gibt es keinen Rückweg. Dort wird der Rausch zur höheren Wirklichkeit verklärt.
Meine esoterische Reise durch das spirituelle Österreich neigt sich dem Ende zu. Manche Menschen, ihre Therapien und Methoden haben mich wirklich beeindruckt und subjektiv sogar etwas in mir bewirkt. Aber dieses Gefühl, das sich in manchen Momenten eingestellt hat, lässt sich leider kaum weitergeben und auch nicht wirklich beschreiben. Viele Menschen empfinden den Drang, möglichst allem, was geschieht, einen Sinn zu geben. Dabei kann die Esoterik helfen. Sie gibt dem Leben einen Sinn, indem sie zum Beispiel Wiedergeburt verspricht. Sie liefert übersinnliche Gründe, warum jemand krank wird oder Schicksalsschläge erleidet. Sie spendet Trost und lässt vielen Menschen die Welt weniger kalt erscheinen. Doch esoterische Gedankenspiele, so reizvoll sie auch sein mögen, halten wissenschaftliche Überprüfung leider nicht stand. Aber wer einmal mystische oder gar übersinnliche Erfahrungen gemacht hat, der wird sich wohl kaum vom Gegenteil überzeugen lassen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Energetiker.